Ich erteile jetzt Eva das Wort für ihre Rede. Wie wichtig es ist, den eigenen Verstand zu gebrauchen, spüren wir derzeit tagtäglich. Wir werden für dumm verkauft durch die Massenmedien. Es ist eine Tatsache, Deutschland ist der größte amerikanische Flugzeugträger auf dem europäischen Festland. Russland hat den UNO-Sicherheitsrat um Unterstützung bei der Aufklärung des Terroranschlags auf Nord Stream gebeten. Deutschland hat gegen die Aufklärung gestimmt. Keine Milliarde mehr für Zelensky, damit er den Amerikanern mit unserem Geld seine Waffen bezahlen kann. Gerade zu dieser schwierigen Zeit ist jede Stimme für den Frieden wichtig. Wir vom Friedensbündnis stehen in guter Tradition. Ende April 1949 fand in Paris die erste Weltfriedenskonferenz statt. Picasso hatte mit seiner Taube dafür geworben. Dieser Konferenz schloss sich ein weltweiter Volksentscheid zur Ächtung der Atombomben an. Die Geschehnisse des Atombombenabwurfs auf Hiroshima und Nagasaki brannten noch auf den Seelen der Nachkriegsmenschen. Von jetzt auf gleich starben in den beiden Städten 100.000 Menschen. Einige hinterließen lediglich ihre Schatten auf den Stufen und Wänden. Folgeschäden wie Krebs und Missbildung zogen sich über Jahre. Nie wieder darf so etwas passieren. Das Leben lehrte mich und euch doch sicher auch, historische Prozesse zu beobachten. Wie wichtig es ist, den eigenen Verstand zu gebrauchen, spüren wir derzeit tagtäglich. Wir werden für dumm verkauft durch die Massenmedien. Nur die eine Wahrheit gilt. Und die eine Wahrheit sollen wir glauben. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, wir alle stehen heute hier, weil wir in größter Sorge sind. Wir sind in Sorge um die Zukunft unserer Kinder und Enkelkinder. Wir sind in Sorge um dieses, unseres Heimatland. Wir sind in Sorge, dass ein Krieg, der verdammt nochmal nicht unser Krieg ist, sich für einen Weltbrand entwickelt. Es ist eine Tatsache, Deutschland ist der größte amerikanische Flugzeugträger auf dem europäischen Festland. Was, bitteschön, ist das für eine Zielscheibe? Der verurteilungswürdige Kurs, also ich habe gesagt, der verurteilungswürdige Kurs dieser Ampelregierung machte Deutschland zur Kriegspartei. Ich bin der Meinung, wir sind Kriegspartei. Ja. Vertraut ihr dieser Regierung noch? Nein! Ich auch nicht. Wo das Volk das Vertrauen in den Staat verliert, stirbt die Demokratie. Oder haben die Bürger recht, die da sagen, Deutschland ist keine Demokratie mehr? Viel übrig geblieben ist scheinbar nicht davon. Damit, Regierung, habt ihr gegen Artikel 56 Amtseid des Grundgesetzes verstoßen und gegen Artikel 26 des Grundgesetzes das Friedensgebot. Diese Arroganz der Macht ist widerwärtig. Auch durch die Mitschuld Deutschlands ist der Krieg in der Ukraine zu einem brutalen, blutigen Stellungskrieg geworden. Ihr da oben, USA, NATO, Brüssel und Bundesregierung, tut, als wären Kriege Sandkastenspiele. Die ukrainische Regierung rekrutiert mittlerweile Minderjährige. 16-Jährige sind Minderjährige. Sie kommen schlecht ausgebildet an die Front. Ihre Überlebenschance beträgt gerade mal 4 Stunden. Politiker, die sowas anordnen,
gehören vor das Kriegsverbrechergericht. Also Zelensky, vor das Kriegsverbrechergericht. Was zum Donnerwetter ist aus Deutschland geworden? Die Regierung unseres Landes hat sich durch US-Hörigkeit, Führungswahn, Russland-Hass und Hetze großer Teile seiner politischen Klasse in eine Sackgasse manövriert. Die Sanktionspolitik dieser Ampel, besonders der Grünen, ist der Todesstoß für unsere Wirtschaft. Die Wirtschaft haut ab. Schwedt stirbt langsam vor sich hin. Unser Volk wird in die Armut getrieben. Dafür, Regierung, gehört ihr bestraft. Sicher ist euch bekannt, liebe Mitmenschen. Russland hat den UNO-Sicherheitsrat um Unterstützung bei der Aufklärung des Terroranschlags auf Nord Stream gebeten. Deutschland hat gegen die Aufklärung gestimmt. In meinen Augen ist das ein Schuldeingeständnis. Wie blöd muss eine Regierung sein, die nicht an der Aufklärung eines gegen das eigene Volk gerichteten Terroranschlages interessiert ist? Was bitte sind das für Volksvertreter? In meinen Augen sind das Volksverräter. Diese Regierung, ihr Lieben, gehört abgeschafft, sie ist nicht mehr zu ertragen. Erfreulich ist, dass es einige deutsche Nord Stream-Aktionäre gibt, die an der Beibehaltung der Pipeline interessiert sind. Sie wollen die Wiederaufnahme der Versicherung durch Allianz und Münchner Rück. Wir wollen, dass die Pipeline repariert wird. Gott sei Dank gibt es Fachleute, die wissen, dass die zukünftige Entwicklung der Weltwirtschaft im euroasiatischen Raum erfolgen wird. Sie wissen, dass Deutschland ohne die Zusammenarbeit mit Russland und China nicht vorwärts kommen wird. In China fahren die Züge mit 450 Klamotten über die Gleise. Bei uns würden uns die Gleisbetten mit um die Ohren fliegen. Ja. Aber das wusste sogar schon Otto von Bismarck, das mit China nicht. Aber dass eine gute Zusammenarbeit mit Russland Deutschland zu Wohlstand verhilft. Es gehört also unbedingt ein gerechter Frieden mit Russland auf die Tagesordnung. Damit der Frieden gewinnt, dafür gehen wir vom Friedensbündnis und andere Bürger jeden Montag abends auf die Straße. Ich kann nur sagen, kommt mit, wäre toll. Irgendwann, wenn es unserer Wirtschaft hoffentlich wieder besser geht und wir einen gerechten Staat haben, dann ist es hoffentlich endlich möglich, etwas zu tun gegen diese entsetzlichen Zustände wie Kinderarmut, Altersarmut, Pflegenotstand, gegen heruntergewirtschaftete Krankenhäuser und gegen dieses grottenschlechte Volksbildungssystem. Leider, liebe Mitbürger, ist es derzeit ein offenes Geheimnis. Der Sozialstaat geht immer mehr den Bach runter. Der Armutsbericht der Bundesrepublik Deutschland ist ein Armutszeugnis, ein einziges Armutszeugnis. Unterernährung und Hunger sind keine Fremdwörter mehr im besten Deutschland aller Zeiten. Regierung, ihr solltet euch schämen! Es ist ein Skandal. Für Rüstung und Krieg sind Milliarden da. Wir als Volk sollen den Gürtel immer enger schnallen. Der Finanzminister aber, er hat beim Haushaltsausschuss des Bundes eine deutliche Erhöhung der Ausgaben für Waffenlieferungen an die Ukraine beantragt.
Noch in diesem Jahr sollen zusätzlich 5,4 Milliarden Euro fließen. Im kommenden Jahr dann 8,8 Milliarden. Die Zustimmung gilt als sicher. Linke und AfD sagen nein. Wir auch! Ich frage mich, haben diese da oben einen Riss in der Schüssel? Man kommt sich vor wie im Tollhaus. Zu dem Vorhaben des Wirtschaftsministers, den deutschen Steuerzahler dafür aufkommen zu lassen, zerstörte deutsche Fabriken in der Ukraine wieder zu bezahlen, sagen wir nein. Konzerne, die in der, also deutsche Konzerne, die in der Ukraine Fabriken bauen, sollen selber bezahlen, wenn ihre Anlagen durch Kriegshandlungen zerstört werden. Was wollen Sie da jetzt? Es geht natürlich wieder um Profite. Wir brauchen unsere hart erarbeiteten Steuergelder für uns selber. Liebe Mitbürgerinnen und Mitbürger, liebe Friedensfreunde, wir alle, denen der Frieden das höchste Gut der Menschheit auf Erden bedeutet, wir stehen hier, weil wir wollen, dass das Morden in der Ukraine endlich aufhört. Wir verlangen, dass der sogenannte Wertewesten endlich die Werte der Menschlichkeit achtet. Schluss mit den Waffenlieferungen in die Ukraine. Keine Milliarde mehr für Zelensky, damit er den Amerikanern mit unserem Geld seine Waffen bezahlen kann. Ich habe hier mal zwei interessante Zahlen. Ja, die USA oder zahlen 0,37% ihres Bruttoinlandproduktes für Militärhilfen der Ukraine. Deutschland zahlt 7,2% des Bruttoinlandproduktes. Also USA 0,37, Deutschland 7,2. Ja? Ihr ruiniert nicht Russland, ihr ruiniert Deutschland. Und noch ein großes Anliegen. Schluss mit dem Hofieren eines Zelensky-Regimes, das Bandera-Faschisten verherrlicht. Ihr habt ja gehört, was der Florian Pfaff vorhin meinte mit Melnik. Da gibt es noch mehr von der Sorte Melnik. Richtet euch nach der UNO-Resolution Regierung vom 23.02., wo alle Länder aufgefordert werden, ihre Friedensbemühungen zu verdoppeln. Den chinesischen 12-Punkte-Friedensplan vom 24. Februar dieses Jahres begrüßen wir ausdrücklich. Er fordert unter anderem, die Sicherheitsinteressen aller Beteiligten zu berücksichtigen. Das trifft auch für die Sicherheitsinteressen Russlands zu. Es ist notwendig, das zu berücksichtigen. Sonst gibt es keinen Frieden. Und jetzt sage ich noch, wach auf endlich, Deutschland! Schau auf den Grund der Dinge. Die NATO ist ein Aggressionsbündnis. Deutschland muss raus aus der NATO und die NATO muss endlich raus aus Deutschland. Wir wollen uns